Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wir schreiben den 9. November 1938. Hitler ist an der Macht. Juden werden diffamiert, diskriminiert und entrechtet. Ein tragischer Wendepunkt entsteht durch Gewaltmaßnahmen der Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht. Auch die Bühler Synagoge ist betroffen und steht in Flammen. Fällt Ihnen etwas auf? Dies ist nicht 1938, sondern 2020. Moria brennt. Damals als auch heute spielen Menschenrechte oftmals keine Rolle. Und es liegt an uns, dass jeder das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit besitzt.